Stoppt Femizide endlich. Nächste Rednerin von der SPÖ ist jetzt Petra Wimmer. Und da sind 27 Frauenmorde im heurigen Jahr ein erschreckendes Bild zum Gewaltschutz in Österreich. 27 ermordete Frauen im Jahr 2022 zeigen deutlich, dass es immer noch ein massives Problem mit Gewalt an Frauen in Österreich gibt. Und 27 Frauenmorde machen auch deutlich, dass diese Bundesregierung und die Frauenministerin diese Situation noch immer nicht erkannt haben, wenn es um Gewalt an Frauen geht, die beinahe täglich eskaliert. Solche dramatischen Entwicklungen brauchen Sofortmaßnahmen, die sind dringend gefordert. Aber die Regierungsfraktionen wollen das Thema nicht im Gleichbehandlungsausschuss diskutieren. Eine Zuweisung an den Ausschuss wurde abgelehnt. Man will keine inhaltliche Diskussion zum Gewaltschutz im Ausschuss. Und dabei sind die Forderungen der Petition wichtig und aktuell. Klar braucht es mehr Mittel für Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Mit den bisherigen Projektfinanzierungen sind diese Einrichtungen immer in Unsicherheit. Sie haben keine echte Planungssicherheit, wie es im nächsten Jahr mit ihnen weitergeht. Weitere Beratungsstellen, Frauenhausplätze, Notwohnungen, Übergangswohnungen, all das muss ausgebaut werden, um den Frauen Auswege zu ermöglichen. Und was wir zusätzlich in Österreich brauchen, wir brauchen einen ständigen Krisenstab. Die Zusammenarbeit von Innen- und Justizministerium mit allen gewaltschutztätigen Einrichtungen muss verbessert werden. Gerade im Gewaltschutz sind die Zuständigkeiten nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Umso wichtiger ist diese enge und ständige Zusammenarbeit mit den Expertinnen aus dem Gewalt- und Opferschutzbereich. Sehr geehrte Damen und Herren, das kommende Budget bietet hier die Möglichkeit, Sie haben einiges aufgezählt. Ich versichere Ihnen, wir werden da ganz genau drauf schauen und keine Rückschritte beim Gewaltschutz akzeptieren. Für das Jahr 2022 stehen wir bereits bei 27 Frauenmorden. Es brauche dringend einen Ausbau des Gewaltschutzes, fordert Petra Wimmer von der SPÖ. Beratungsstellen seien häufig projektfinanziert. Sie würden sich daher in einer unsicheren Situation befinden, ob für die Beratungs- und Präventionsarbeit weiterhin genügend Mittel vorhanden seien.